Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill. Und weil wir einen goldenen Herbst haben, gibt es heute einen Original-DDR-Goldbroiler. Viel Spaß bei diesem Video. Das Hähnchen von innen und außen mit Salz einreiben. Aus Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Öl eine Marinade zusammenrühren und das Hähnchen damit von außen bestreichen. Mit Garn die Flügel und Schenkel fixieren und das Hähnchen auf den Drehspieß packen. Heizt den Grill auf 180 Grad vor und grillt das Hähnchen dann indirekt für ungefähr 1,5 Stunden. Diese Zeit und Temperatur gilt auch, sofern ihr den Broiler im Backofen zubereiten möchtet. Zwischendurch wird er immer wieder mit Marinade bepinselt. Für weitere leckere Rezepte folgt gerne meinem Account. Ich wünsche euch guten Appetit!